Herzlich willkommen. Wir begrüßen euch zu der Sendung Hoffnung um 12. Wie gut ist es, in Notsituationen zu wissen, wo man hingehen kann oder an was man sich wenden kann. Und Jesus hat immer offene Arme für dich. Jederzeit. Er hat keine Pausen und er hat keine Öffnungszeiten. Du kannst heute kommen. Hoffnung um 12. Wir wollen dich gerade heute wieder so richtig ermutigen in dieser Zeit. Heute das Thema, deine Notrufnummer. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen. Wir beten heute gerne für dich auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Es ist unbeschreiblich, was sich in den letzten paar Tagen alles abgespielt hat auf dieser Erde. Und ja, Gott ist die Lösung. Es gibt eine Notrufnummer und die heißt 5015. Und die ist nicht die Telefonnummer, das ist nicht die Telefonnummer vom Missionswerk, sondern Psalm 5015. Wenn du keinen Ausweg mehr siehst, dann rufe mich zur Hilfe. Ich will dich retten und du sollst mich preisen. Dieser Vers, glaube ich, hat für uns alle eine ganz, ganz neue Bedeutung bekommen. Wo können wir heute noch Hilfe finden? Wo können wir heute noch irgendwie sagen, ja, das und jenes? Vor ein paar Wochen noch, da waren manche Probleme so groß, die heute gar keine Bedeutung mehr haben. Heute hatten wir ganz andere Dimensionen, wo wir sagen, da ist richtig Not. Hatten wir nicht schon genug Not vorher? Und jetzt noch der Krieg. Du sagst, ich schaffe das nicht mehr. Ich sagte, es gibt diese Anlaufstelle, Psalm 50,15. Ja, wenn du keinen Ausweg mehr siehst, habe ich vorgelesen. Und ich glaube, so mancher schaut heute zu, der sagt, ich sehe keinen Ausweg mehr. Ich sage dir, auf dieser Erde vielleicht ist das so. Aber im Glauben haben wir einen Ausweg. Und wir hatten letzte Woche Flüchtlinge nach Deutschland geholt, nach Karlsruhe geholt von der ukrainischen Grenze. Und da war eine Frau dabei, die hat erzählt, sie ist in der Not in der Ukraine in die Kirche gegangen. Seit langem, sie war nicht mehr so gläubig und hat wirklich empfunden, sie soll fliehen und hat zu Gott gebetet und kam an die Grenze und da waren wir. Und sie konnte mit den anderen mit nach Karlsruhe fahren. Ja, da gibt es Möglichkeiten. Bei Gott gibt es Möglichkeiten, wo du keine mehr siehst. In dem einen Fall waren wir die Möglichkeit, wo wir sie nach Karlsruhe geholt haben, weil wir wirklich den Auftrag hatten, diese Menschen zu holen und bestimmt auch noch weitere holen werden. Die Not ist größer, als wir uns die Hilfe vorstellen können. In so manchen Situation sagen wir, da gibt es keine Hilfe mehr. Und ich sage dir, es gibt noch Hilfe. Es gibt Hilfe bei unserem Herrn. Bei all den vielen Millionen, die momentan in Not sind, Hilfe brauchen, Todesangst haben. Ich sage dir, er kennt dich persönlich. Deine Not, dein Versteck, dein, wo du dich zurückziehst, wo du Angst hast, er kennt dich. Und dafür möchten wir jetzt beten. Herr, ich danke dir dafür, dass du jeden kennst, jeden, der zuschaut, kennst. Und ich danke dir dafür, Herr, du kennst auch die ganze weltpolitische Lage, du kennst den Krieg und alles, was gerade so grausam ist, was uns alles so belasten möchte. Und ich danke dir dafür, Herr, lass uns einen Blickwinkel haben zu dir. Lass uns wirklich auch diesen Psalm anwenden, Herr. Herr, wo wirklich Hilfe kommt. Ja, alle Hilfe kommt von dir. Auch wenn Menschen nicht mehr helfen können, die Hilfe kommt von dir. Ich danke dir. Amen. Amen. Jesus ist derselbe, gestern, heute und auch in Zukunft. Und er hat so vielen Menschen schon geholfen. Und das werden wir nachher hören. Aber zuerst wollen wir für die Menschen beten, die Gottes Hilfe brauchen. Und ein Gebetsanliegen liegt uns vor für einen Mann, der unter den Folgen von Corona leidet.
Meinen Mann geht es nach einer Corona-Infektion sehr schlecht, schreibt die Frau. Er liegt in der Klinik, aber es wird einfach nicht besser. Hoher Puls und Blutdruck, Schwäche und Schwitzen. Bitte betet, dass er sich bald erholt. Er ist doch erst Mitte 40 Jahre alt. Vielen Dank. Und das wollen wir gerne tun. Und Jesus, ich danke dir, dass du diesen Mann kennst, der an Corona erkrankt ist und der jetzt solche Nebenwirkungen oder einfach Dinge hat, die nicht in Ordnung sind. Der Blutdruck und die Schwäche und das Schwitzen und was da alles noch ist. Und ich danke dir, Jesus, dass du eingreifst, dass du auch Herr bist über einen Virus und auch Herr über diese ganzen Symptome. Danke, Jesus, dass deine Kraft größer ist und dass du eingreifst bei diesem jungen Mann. Und ich danke dir, dass er völlig wiederhergestellt wird und dass er wirklich gesund sein darf in deinem Namen. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und ein Gebetsanliegen haben wir für einen Angestellten einer Firma. Und da schreibt jemand, liebes Gebetsteam, ich bitte euch um Gebetsunterstützung für einen Angestellten meines Mannes. Gestern war noch alles normal und heute rief das Krankenhaus an. Da er keine Angehörigen hat, wurde der Arbeitgeber informiert. Leider dürfen sie keine Auskunft geben, nur so viel, dass er im künstlichen Koma liegt. Ich bete natürlich auch und danke euch. Liebe Grüße. Und Jesus, du kennst auch diesen Mann, der da im künstlichen Koma liegt. Und wir wissen nicht den Grund, aber du weißt es. Und wir danken dir, dass du eingreifst, dass dieser Mann wieder vollständig hergestellt wird, dass dein Heilungsstrom fließt auch in diesem Krankenhaus und dass du ihn nicht alleine lässt, auch wenn er keine Angehörigen hat. Und ich danke dir, dass du ihn wirklich wieder aufrichtest. Danke, dass er wieder hergestellt ist und auch wieder zur Arbeit gehen kann. Danke, Jesus. Du bist der Herr, der immer derselbe ist und der auch da eingreifen kann. Wir danken dir dafür. Amen. Amen. Ja, schreib uns deine Anliegen. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind wie immer eingeblendet. Eine Frau schreibt uns ihre Not. Bittet um vollständige Heilung meiner linksseitigen Lähmung nach Gehirnblutung. Ja, Herr, du kennst diese Not. Herr, ich danke dir. Herr, dass wir wirklich zu dir kommen dürfen und auch, Herr, dass die ganzen Nerven und alles, was taub und gelähmt ist, Herr, wieder den Normalzustand annehmen, dass wieder Kraft hineinkommt, Herr, dass die Nerven wieder alles richtig ansteuern. Und ich danke dir dafür, Herr, dass wir da wieder komplette Heilung in Existenz beten und rufen dürfen. Danke, Herr, dass du Gebet erhörst und nimm auch die Angst, Herr, dieser Person. Danke, Herr. Amen. Amen. Und eine Frau bittet für ihre Schwester mit Familie um Gebet. Und sie schreibt Folgendes. Liebes Gebetsteam, meine Schwester hat große Angst vor ihrem Mann. Seit über 50 Jahren leidet sie sehr unter seinen Wutausbrüchen und seiner Unterdrückung. Er wurde oft gewalttätig. Sie hat gesundheitliche Probleme und ihr Sohn ist auch traumatisiert. Er kann nicht mehr arbeiten und hat unter anderem erhebliche Probleme mit der Speiseröhre. Meine Schwester ist gläubig. Bitte schließt sie und ihren Sohn in eure Gebete mit ein. Ganz herzlichen Dank an euch. Ja, Herr, komme du mitten in diese Familie hinein. Herr, ich danke dir dafür. Oh Herr, wir bitten dich für Frieden, deinen göttlichen Frieden in diese Familie, auch in diesen Mann, der ausrastet. Herr, ich danke dir, Herr, lass ihn erkennen, was für ein Übel das ist. Und Herr, ich danke dir dafür. Herr, schenk ihm eine Perspektive, schenk ihm die Lösungen seiner Probleme, Herr, dass er nicht durch das ganze Ausrasten die ganze Familie schädigt, die dann auch krank ist und wird. Und danke, Herr, dass wir auch in deinem Namen die ganze Kettenreaktion von der Reaktion dieses Mannes, Herr, durchbrechen. Herr, auch Heilung, Herr, für die Frau, für den Sohn, Herr, und alles, was darum noch irgendwo Einfluss bekommt, Herr, ich danke dir dafür. Danke, Herr, auch, dass die Speiseröhre wieder richtig wunderbar funktioniert. Danke. Amen.
Amen. Und wie wunderbar ist es doch, wenn Gott eingreift, wenn er uns zur Seite steht, wenn er hilft. Und das haben wir erlebt und bekommen immer wieder sehr viele Zuschriften. Und eine Frau schreibt uns, was sie erlebt hat. Ich möchte Ihnen mitteilen, dass sich auf unerwartete Weise mein Konto von einem Minus in ein Plus verwandelte. So wie Sie es prophezeit haben. Ebenso wurde auch mein Knie nach dem Gebet geheilt. Danke für die Gebete. Ist das nicht wunderbar, wenn das Konto wieder aufgefüllt ist? Und Gott ist doch unser Versorger. Wie schön. Gott erhört Gebet und manchmal dauert's etwas länger, wie diese Frau erzählt. Meine Mama hat bei einem Online-Heilungsdienst das Übergabegebet mitgebetet. Das ist eine super Gebetserhörung. Ich bete seit 34 Jahren. Wir sind Jesus so dankbar. Wir hatten euch die Bitte für Errettung meiner Mutter oft als Gebetsanliegen geschickt. Von Herzen danke für eure Gebete. Gott hat meine Mutter bereits vor einem Jahr von der Gehirnblutung geheilt. Und ja, Gebete sind nicht verloren. Wie wunderbar. Das ist das Wichtigste, dass jemand errettet wird und Jesus in sein Leben aufnimmt. Da freuen wir uns mit. Gott schenkt Klarheit und Hilfe. Ich bat euch Ende Oktober um Gebet. Nach 7 Wochen Krankenhaus brauchte ich Klarheit und Hilfe, wie es weitergeht. Danke von Herzen für euer Gebet. Ich bin die vielen Psychopharmaka bis auf einen kleinen Rest losgeworden. Das war ein Wunder, da viele Medikamente sich nicht ohne Nebenwirkungen absetzen lassen. Ich hatte keine Nebenwirkungen. Außerdem verschwanden die Bewegungseinschränkungen, unter denen ich vorher litt. Vielen herzlichen Dank euch und Jesus. Gottes Hilfe erlebt, so schreibt uns diese Frau. Am 6.12.21 bat ich sie um Gebet wegen meines Herzens. Am 9.12. hatte ich noch einmal einen Untersuchungstermin beim Kardiologen. Dabei hat sich gezeigt, dass die nun erhobenen Befunde nicht mit denen der vergangenen Woche zusammenpassen. Der Kardiologe war überrascht und konnte sich dies nicht erklären. Ich bekomme nun Medikamente und muss mich eventuell nicht operieren lassen. Es wird sich in ein paar Monaten zeigen, wie es weitergeht. Ich bin total erleichtert. Gott hat ja versprochen, mir zu helfen. Und Gott verspricht in seinem Wort, uns zu helfen. Wie er das macht, müssen wir ihm überlassen. Ja, das ist immer an dieser Stelle so eine Überraschung, wie Gott Wunder tut. So anders, bei jedem anders, aber sowas von besonders, das ist immer überraschend, wenn ich das auch zum ersten Mal höre und freue mich, wie Gott Wunder tut in unterschiedlicher Weise. Hat es auch bei dir getan? Lass es uns wissen. Die Kontaktdaten sind eingeblendet. Ja, und ich möchte dir heute auch raten als Tipp für den Tag, such dir eine ruhige Ecke, einen ruhigen Platz und wähle 50,15. Psalm 50, Vers 15. Und sage Gott deine Not. Du darfst es sagen. Du musst diese Not loswerden. Und wenn du weißt, dass Gott mit dir diese Not teilt oder am besten übergib ihm diese Not, er hat auch für dich eine Hilfe. Und schick uns dein Gebetsanliegen. Wir beten gerne für dich. Und wir beten auch für alle die Anliegen, die nicht vorgelesen werden, aus Zeitgründen. Oder heute kannst du auch am Telefon bis 13 Uhr deine Anliegen anbringen. Bestimmt hast du schon mitbekommen, dass wir in der Ukraine helfen. Und wir haben ein Transport gemacht mit Hilfsgütern, haben Menschen mit zurückgebracht von der Grenze. Wir haben jüdische Kinder ein Waisenhaus nach Israel gebracht und gerettet und so weiter. Die Webseite ist eingeblendet. Schau auf unserer Webseite nach, was wir gerade tun. Und es ist
wirklich wunderbar zu helfen in der grausamen Not, aber viele Tropfen geben ganzen Ozean, hat unsere Missionarin schon mal gesagt. Und da ist auch wirklich wunderbar, wenn du dich berufen fühlst, mitzuhelfen, auch finanziell und im Gebet mitzuhelfen, bist du recht herzlich willkommen. Und wir freuen uns, dass du heute wieder dabei warst und verabschieden uns, wünschen dir Gottes Segen. Alles Gute, der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.